Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Heute gibt es den bestbewertesten Döner laut Google Maps in München. Am Effnerplatz. Früher habe ich hier Pokémon Go gespielt. Das ist eine sehr gefährliche Arena. Letztes Mal hatten wir den schlecht bewertesten Koreaner. Und ja, der war leider wirklich schlecht. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass der wirklich gut ist. Oh, geiler Shot, Digga. So, Furies. Oder Fugis. Ich nenne es Fury. Übrigens Tyson Fury gegen Francis Ngannou dieses Wochenende. Hatte, wo ich den Laden entdeckt habe, 4,9. Bewertung bei über 600 Bewertungen. Jetzt hat er fast 700 Bewertungen, aber nur noch 4,8. So, das haben die alles im Angebot. Und so ein XXL-Döner. Den hat Franklin auch verspeist. Kostet, glaube ich, irgendwie, ich habe es gesehen, 25 für Hähnchen und ich glaube 35 für Kalb. Besteht irgendwie aus 4-5 Dönern, so richtig riesig. Vielleicht machen wir auch mal eine Challenge damit, aber ich wüsste nicht welche. Pommes, Gönnung, Mann. So, da haben wir ihn. Ein Oschi, Digga. Digga, sogar Gabel kriegt man dazu, weil er so fett ist. Ich verstehe auch warum, weil der ist so fett, man kann den doch nicht mal schließen. Also ich habe Lamette. Also der ist jetzt nicht super juicy. Also wir vergleichen den jetzt nicht mit. Ich war jetzt noch nicht bei dem besten Döner Deutschlands, dem neuen von Polle. Ja, fleischtechnisch ist okay, kenne ich viel besser. Aber wenn das Gesamtkonzept stimmt. Digga, wenn der schon so fett ist, wie fett ist dieser XXL-Döner, Mann? Seit Franklins Dönermarathon wissen wir ja, ein Döner hat ungefähr 1000 Kalorien. Dieser Oschi safe mehr. Stabil. Also, das ist jetzt kein Döner, wo ich extra nochmal hierher fahren würde. Aber ich habe jetzt an sich auch nichts auszusetzen. So. Ganz normaler, solider Döner aus der Nachbarschaft. Also Franklin würde jetzt so einen Zeitraffer machen. Bei mir kann es eine Weile dauern. Ich mache lieber einen Jump Cut. An dieser Stelle möchte ich anmerken, wie krank Franklin eigentlich ist, Mann. Das ist der normale Döner. Nicht XXL, nicht XL, nicht, nix extra. Das ist einfach der normale Döner. Ich bin schon ziemlich voll. Ich komme direkt aus dem Gym. Und der verspeist einfach diesen XXXXL, der 4-5 mal so viel ist. What the fuck? Nach einem harten Kampf sind wir fast am Ende. Karotten sind drin, ist auch nicht so gewöhnlich. Digga, nochmal, Respekt an Franklin. Der packt einfach dieses fünffache Ding. Und ich schaff nicht mal den. Alter. Kuss geht raus an den noch kritischeren Boss. Das ist eigentlich mein Dönerpartner für Döner-Tests und Döner-Videos. Aber der ist momentan
Abends nichts mehr, Mann. Ich glaube, der macht Intermediate Fasting oder sowas. So, wir haben es geschafft, Leute. Das war ein Kampf. Location ist aber halt auch anders krass. Weil hier ist echt, wie heißt das? Nicht Wendepunkt. Wo alles hinführt. Alle hier so Tram und Busse. Und die Leute steigen hier aus, die Leute warten hier. Nehmen sich halt einen Döner mit, Mann. Schon eine krasse Location. So! Nett? Ja, auf jeden Fall nett. Ich weiß jetzt nicht, wie man, wie diese Bewertungen zustande kommen, so. Wie schnell man runterrutscht, weil 4,8 ist ja extrem. Ist ja sehr, sehr gut. Ich habe nichts auszusetzen, aber ich habe jetzt auch nicht, nicht zu hypen hier. Wir kommen hier rüber. Nicht nachmachen, Kinder. Es war ein 0815 Durchschnittsdöner. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter als Durchschnitt. Ich würde ihm wahrscheinlich eine 4 von 10 geben, Geschmack, aber Portionsgröße mach mal 5 von 10. Weil das war ein fetter, fetter Döner für den Preis. Bezahlt habe ich 13,50 für Kalb, Döner, Pommes und Getränk. Ich würde den nicht mal in die Top 20 der besten Döner in München reinhauen. Wahrscheinlich nicht mal Top 30. Es war einfach okay. Digga, nach diesem Döner brauche ich erstmal Verdauungsschischer. Furious Döner, der ist wieder auf 4,9 gestiegen. Ich glaube, der war bei 4,8. Bei 681, das ist schon eine Menge an Bewertungen. Wie gesagt, ich fand den Döner jetzt eher unterdurchschnittlich. 3 bis 4 von 10. Aber ich habe halt auch nichts auszusetzen. Portion war stabil, Besitzer war nett. Ich meine, Google-Bewertungen, das spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn du Lieferservice hast, dann geht's eh runter, weil da beschweren sich nur Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob ihr überhaupt bewertet. Also ich mache das nicht, aber ich kenne Leute, die bewerten eigentlich alles, wo sie waren. Da spielen halt so Sachen eine Rolle wie Ambiente, Besteck, ist sauber, Toilette, was weiß ich. Also nicht nur das Essen. Ich denke mal, die wenigsten haben, so wie ich, was auszusetzen. Finden den Laden aber wahrscheinlich auch nicht so über krass. Also empfehlenswert war der jetzt nicht. Also ja, den müsst ihr auf gar keinen Fall in München abchecken. Ich würde dem jetzt auch nicht einfach eine schlechte Bewertung oder schlecht reindrücken. Irgendwie hat das verdient im Sinne von, der Döner ist halt auf dem Level, aber irgendwie hat das auch nicht verdient, weil ja, es hat alles gepasst. Schwer. Aber ja, 4,9 bei fast 7er Bewertung ist schon krass. Aber wie gesagt, muss man nicht gegessen haben. Der ist wahrscheinlich nicht mal Top 30. Das war's von mir und dem bestbewertesten Döner in München. Nach dieser Folge folgt wahrscheinlich der schlechtbewerteste Döner in München. Den hatte ich schon mal getestet. Der war katastrophal. Aber den gibt's nicht mehr. Das heißt, wir testen einen neuen schlechtbewertesten Döner. Wobei, das hatte ich schon mal vor und der Laden hatte dicht gemacht. Kurz bevor ich auf die Idee kam. Das heißt, wir testen einen schlecht bewertesten Döner, der aber an sich wahrscheinlich immer noch okay ist, also keine Katastrophe. Also ich habe jetzt keinen mit 1, irgendwas gefunden, sondern 2,4 war das schlechteste, was es halt noch auf der Karte gibt. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, mein Bitcoin, die ich bin Crypto Cash, wo generell jeden Tag, tracken, serious business und ciao.